Greenpeace betreibt Aufklärung in Hannover. Mal wieder zu einem Thema, das uns alle betrifft. Die Textil- und Kleidungsherstellung großer Unternehmen aus aller Welt wird in Billiglohnländern wie China nicht nur oft unter miserablen Arbeitsbedingungen produziert, sondern schädigt dort auch noch nachhaltig die Umwelt. Nonylphenol nennt sich eine der etwa 3000 Chemikalien, die zum Färben, Bedrucken oder Imprägnieren der Kleidungsstücke eingesetzt wird. Greenpeace gelang es nun, diese Chemikalie, die in Europa schon seit 2003 verboten ist, in H&M-Kleidung nachzuweisen. Es landet denn dort in den Ländern wie China, in den Flüssen und im Wasser. Und wenn man sich vorstellt, dass allein für die Produktion von einem Kilo Wäsche etwa 100 Liter Wasser nötig sind, dann kann man sich ja auch die Dimension vorstellen, die dahinter steckt. Die drei weltweit größten Sportmodehersteller Adidas, Nike und Puma haben sich schon bereit erklärt, ihre Modeartikel in Kürze sauber produzieren zu wollen. Doch das sei, so Greenpeace, noch lange nicht genug. Wir sind jetzt da eben auf die Erfolge, die wir bei Nike, Puma und Adidas eben hatten, aufzubauen. Und H&M ist eben eine große Kleidungsmarke, die besonders hier in Deutschland erfolgreich ist. Und wir werden Stück für Stück uns weiter vorarbeiten und hoffen, dass eben H&M auch die gefährlichen und giftigen Chemikalien letztlich aus der Produktion und aus seinen Textilien rausnehmen wird. Ein hoffentlich klärendes Gespräch zwischen Greenpeace und der Hennes und Mauritz Geschäftsführung ist noch in dieser Woche geplant. Generell kann man jedoch sagen, dass dieser Protest nicht ausschließlich an H&M gerichtet ist, sondern an alle deutschen Kleidungshändler appelliert.